Hi, gerade hier. Einmal mehr kommt es zu einem sogenannten Einzelfall. Dieses Mal in Southport, England. Die Konsequenzen? Es eskaliert. Es gibt Ausschreitungen und emotionalen Widerstand. Daran tragen auch Teile der desaströsen politischen Entscheidungen eine Mitschuld. Ebenso wie Medien. Als perfektes Beispiel zeigen sich hier zynischerweise gerade wiederum deutsche Medien. War ja klar. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann bleibt dran. Na, dann geht's mal los und das ganze Thema kurz zusammengefasst. In Southport, einer Küstenstadt in England, kam es während eines Taylor Swift-Tanzkurses zu einem Angriff eines 17-jährigen Jungen auf mehrere Teilnehmer dieses Tanzkurses. Jaja, und warum quasi alle Medien, insbesondere in Deutschland, diesen Taylor Swift-Tanzkurs dabei erwähnen? Ja, das mag mehrere Gründe haben. Bessere Klickzahlen oder aber auch die Hoffnung, exakt nicht das in die Headline packen zu müssen, was für die meisten Leser möglicherweise relevant wäre. Aber hat ja auch Vorteile, so können wir wenigstens Taylor Swift Tanzkurse besprechen und über mögliche Taylor Swift Tanzkurs Verbotszone nachdenken. Möglicherweise hilft das ja. Okay. Wie auch immer, bei diesem Angriff kam es dann leider zu Opfern, was ich hier natürlich bewusst umschreibe. Aber gerade diese Opfer entfachen ein enormes Potenzial, die Menschen in England zu emotionalisieren. Die angespannte Lage wurde dann ähnlich wie auch bei uns durch die Art und Weise, wie viele Medien berichteten, nicht besser. Denn viele, beziehungsweise alle relevanten Medien, die ich finden konnte, wollten den mutmaßlichen Täter auch nicht so recht benennen. Unter anderem hieß es dann sogar, dass man die Informationen aus bla 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 Gründen interessiert kein Schwein nicht nennen möchte. Quasi der ominöse Ein-Mann oder die Jugendgruppe, wie wir es ebenfalls täglich in den Medien haben. Das muss ausreichen. Wenn dir die Polizei als auch die Artikel erklären können, welche Schuhe, Hose, Jacke, Mütze, Frisur die jeweilige Person trug, welches Tattoo sich unter dem kleinen Finger befand und welche Leberflecke am Arm zu sehen waren, aber andere Informationen komplett ausgelassen werden. Und schon klar, die hier umschriebenen, nicht genannten Informationen können am Ende auch sekundär wichtig sein. Aber gerade durch den Sachstand, dass solche Informationen häufig auch dann selten, nie oder zu spät genannt werden, wenn sie vermeintlich relevant sind, entsteht doch erst das Wutpotenzial vieler Menschen. Insbesondere, wenn sie im Netz dann vermeintliche Fotos und Videos von der Tat sehen. Okay, ja, schon klar, das mag jetzt meine Meinung sein, da ich mich mit dem Thema Kriminalistik gerne mal beschäftige. Aber egal ob England, Deutschland oder sonst wo, immer dann, wenn eine Tat begangen wurde, bei der es nachweislich anhand der Kriminalstatistiken Häufigkeiten gibt, wird die Öffentlichkeit ein mehr oder minder berechtigtes Interesse an diesen Informationen dazu haben. Das ist doch normal. Nun gut, die Medien hielten sich, was das anging, jedenfalls bedeckt. Das sorgte logischerweise für Spekulationen, die später von britischen als auch von deutschen Medien kritisiert worden sind. Und keine Ahnung, ob das jetzt nun Kalkül oder absolute Bräsigkeit ist. Dabei sind es doch gerade die Medien, die durch ihre gehäuften Nicht-Informationen die Grundlage für genau diese Spekulationen schaffen. Wie kann man ernsthaft kritisieren, dass Menschen Spekulationen und Informationsbrocken ins Netz kübeln, wenn diejenigen, welche mehr Informationen haben, es sogar offiziell nicht tun? Wenn Medien Namen, Herkunft und weitere Informationen haben, dies aber aus welchen Gründen auch immer nicht nennen? In diesem Fall jetzt nicht so, aber häufig genug auch dann, wenn Täter noch gesucht werden, dann sind sie es, welche die Menschen wütend machen, desinformieren und nicht selten auch dafür sorgen, dass natürlich auch Spekulationen die Runde machen, die natürlich auch mal falsch sein können. Wie auch immer, in diesem Fall dachten zunächst einige, es handelt sich um einen jungen Mann mit arabischem Namen. Ich verschone euch jetzt mal mit einer Wiederholung meines Sermons dazu, dass eben gerade bei Delikten mit starken Überrepräsentationen Informationen hilfreich wären. Denn das hätte exakt an dieser Stelle diese Falschinformationen oder Spekulationen verhindern können. Verstehe nichts. Naja, obwohl, kommen wir gleich zu. Später kam dann raus, dass der junge Bursche, der sein Unwesen bei dem Taylor Swift-Tanzkurs trieb, Kind ruandischer Einwanderer war. Ist jetzt nichts, was den Menschen ihre Wut genommen hätte, zumal auch das quasi ins Narrativ derer passte, denen man die Spekulation ankreiden wollte. Trotzdem suggerierten Medien hier, dass dies die Ursache der Ausschreitungen war. Naja, und der Taylor Swift-Tanzkurs, aber ganz sicher nichts anderes.
Daneben gab es übrigens einen weiteren Einzelfall, der bei uns medial gar nicht so sehr erwähnt worden ist. Während einer Mahnwache soll Hashtag mutmaßlich ein junger Herr mit Scharfkant-Schnittwerkzeug in Richtung eben jener Mahnwache gegangen sein. Dieser junge Herr mit Scharfkant-Schnittwerkzeug wurde dann jedoch, bevor er ankam, von der Polizei verhaftet. Ob jetzt dieser junge Mann mit Spekulationshintergrund das fast zum Überlaufen brachte oder ob es nach der Mahnwache auch so dazu gekommen wäre, kann gerne diskutiert werden. Was wiederum klar ist, danach kam es zu Ausschreitungen einer emotionalisierten Masse und jeder Menge Wut. Diese richtete sich später auch gegen die Polizei, was uns nochmal zu diesen politischen Verfehlungen führt. Denn natürlich ist es erwartbar, dass die Polizei bei Ausschreitungen einschreitet, einschreiten muss. Aber gerade wenn Delikte ähnlicher Art immer häufiger werden, mögliche Gründe oder Faktoren seit Jahren ignoriert werden, also auch jene, die zu solchen Zuständen führen, dann deeskaliert das die Menschen nicht auf Dauer. Dazu kommt, dass es vor wenigen Tagen Ausschreitungen in Leeds gab. Die wiederum hatten auch direkten Einfluss darauf, warum viele Menschen, die jetzt bei den Ausschreitungen beteiligt waren, sauer auf die Polizei gewesen sind. Denn in Leeds fing es damit an, dass mehrere Kinder in staatliche Obhut genommen werden sollten. Dies bei Personengruppen mit Spekulationshintergrund. Gibt's keine Beweise? Nein! Die Lage in Leeds eskalierte und weitere Gruppen mit Spekulationshintergrund schlossen sich dem an und die Lage eskalierte noch weiter. Dort floh die Polizei sogar zunächst vor den Zuständen. Der dort in Leeds immer größer werdende Mob konnte zündeln, Barrieren erbauen und weitere Dinge tun. Und das lange Zeit ungehindert. Mit den Ausschreitungen hatten sie dann am Ende sogar Erfolg. Denn nachdem es ab dem 18. Juli dort in Leeds eskalierte, revidierte man seine Entscheidung zur Inobhutnahme durch den Staat und brachte die Kinder dann am 23. Juli wieder zurück. Das legitimiert natürlich nicht die Ausschreitungen in Southport, sorgte wiederum aber dafür, dass einige Menschen jetzt in Southport und später auch in London ihren Frust bei der Polizei abließen. Und schon klar, die Polizei ist natürlich nur ausführendes Organ, was die staatlichen Verfehlungen in dem Fall ausbaden darf. Dennoch ist das ganze Thema ein leider schönes Beispiel für einen gefährlichen Mix aus Zuständen, der auch bei uns nicht mehr unbekannt ist. Wir haben Taten wie in Southport, sogenannte Einzelfälle, die in unterschiedlichem Ausmaß ihren Weg in den Alltag finden. Und dies wiederum gibt einigen Menschen das Gefühl, als wenn sich solche Zustände eher normalisieren, als dass sie verhindert werden. Dazu haben wir hier eine Politik, die es entweder nicht schafft oder nicht schaffen will, dem Wunsch, Teilen der originären Bevölkerung nachzukommen. Viel eher möchte man die Menschen darauf vorbereiten, dass sie sich dem, was sie nicht möchte, anzupassen habe. Oder in wohlfeileren Worten, das, was du hier möglicherweise kritisierst, das passiert gar nicht. Aber dass es passiert, das ist gut. Und jetzt Klappe zu und weiterarbeiten. Bitte kritisieren Sie unser Staatsoberhaupt nicht. Aber okay, daneben schaffen es Medien durch Nichtinformation Informationen für weitere Aufheizung der Gemüter zu sorgen. Insbesondere dann, wenn die Menschen immer häufiger im Nachhinein bestätigt werden und diese Nichtinformation dann indirekt zu einer Information wird. Was dann wiederum für noch mehr Aufheizung der Gemüter sorgt. Nein, doch. Und was das Thema Information angeht, hier haben wir, denke ich, mit dem Taylor Swift Tanzkurs schon ein sehr schönes Beispiel, weil es gut aufzeigt, welche Informationen von den Informationen, die wir bekommen, absolut irrelevant ist. Dazu passt eigentlich auch gut, wie viele Medien, aufgefallen ist es mir besonders bei den Deutschen, gerade die sogenannten rechtsradikalen Unruhen in den Vordergrund rücken. Ist natürlich bequemer, als über die offensichtliche Ursache zu sprechen. So gab es zum Beispiel irgendwelche ÖRR-Artikel von der Tagesschau oder ZDF heute, keine Ahnung mehr, wo wir 6 bis 9 Mal das Wort rechts oder rechtsradikal gelesen haben, aber mehrfach einmal bis hin zu keinmal Informationen zum eigentlichen Täter bekommen haben, der Ursache dieser ganzen Unruhen ist. Das Ganze ist eigentlich so plump, dreist und offensichtlich, dass man fast schon froh sein kann, dass sie da nicht noch irgendwo das Wort Hetzjagd mit reingebracht haben. Hast du das Gefühl, dass die Rechten hier Hetzjagd auf Flüchtlinge machen? Ja, immer. Naja, jedenfalls wollte ich meine Gedanken rund um das Thema Southport angebracht haben. Insbesondere da weite Teile der Medienlandschaft wichtige Einflussfaktoren wie den Vorfall in Leeds und das Abducken der dortigen Polizei außen vor gelassen haben. Ja gut, und wir am Ende Schlagzeilen von rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz, ich meine in Southport haben, der Grund des Ganzen.
Erneut eine unfassbar schlimme Tat, hier aber in den Hintergrund rückt. Da könnte so manch in Tu nicht gut sagen, verkackeiern könnt ihr euch selber. Ciao.